Zwei Dinge sind in diesen Tagen auf unseren Straßen unterwegs. Die Wut in den vielen Demonstrationen der Landwirte, Gewerkschaften und Transportunternehmen und der Humor in den vielen Faschingszügen Land auf, Land ab. Gegensätzlicher geht's wohl nicht. Und doch, vielleicht hat das eine mit dem anderen viel mehr zu tun, als wir denken. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer innerhalb und außerhalb unseres Mainbogens. Wenn man im Moment auf den Straßen unterwegs ist, muss man immer wieder damit rechnen, dass da plötzlich eine Blockade ist. Entweder sind es irgendwelche protestierenden Menschen oder ein Faschingszug, der sich durch den Ort schlängelt. Wie gesagt, auf den ersten Blick zwei sehr unterschiedliche Dinge. Aber auf den zweiten Blick vielleicht doch nicht. Denn immerhin, beides beschäftigt sich mit aktuellen Geschehnissen und Themen. Die einen tun es mit Humor, die anderen aus Wut. Wie das zusammenhängt, beschreibt sehr schön ein Zitat von Joachim Ringelnatz. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt. Schauen wir doch einmal auf diesen Knopf. Oft ist es ja nur ein schmaler Grat zwischen Humor und Wut. Ist dieser Knopf, der verhindert, dass mir der Kragen platzt, oft nur sehr schwer zu sehen. Da hängt zum Beispiel ein Ast vom Baum des Nachbarn in meinen Garten hinein. Jetzt kann ich mich tagtäglich ärgern, dass dieser dämliche Ast in meinen Garten hineinhängt und ich auch noch das Laub beseitigen muss. Ich kann tagtäglich meine Wut pflegen und meinen Ärger, bis mir schließlich irgendwann der Kragen platzt und ich dem Nachbarn mal anständig die Meinung sage. Oder ich kann mit einem Schuss Humor darauf aufmerksam machen, dass mich dieser Ast stört. Na, Herr Nachbar, pflegen Sie den Baum auch gut, damit ich im Herbst auch etwas zu ernten habe? Sie merken schon, die Wirkung ist sehr unterschiedlich. Bei der Wut steigt mein Blutdruck und die Konflikte ist kaum eine Lösung in Aussicht. Aber dafür die Gefahr von Gewalt. Beim Humor kommt die Realität auch auf den Tisch, aber freundlich. Findet vielleicht sogar Zustimmung und im besten Fall löst sie ein Lachen aus. Es ist die gleiche Sache, das gleiche Problem und doch kann der Umgang damit so unterschiedlich sein. Eben jener kleine Knopf am Kragen, der verhindert, dass mir dasselbe platzt. Die Wut verengt den Blick, verkürzt ihn, verfestigt meine Meinung und ist oft genug rechthaberisch. Etwas, was wir im Moment nicht nur zwischen Nachbarn, dort vielleicht im Moment sogar am wenigsten, sondern überall erleben. Gruppierungen, die meinen, sie kommen zu kurz, haben scheinbar ein Recht auf Wut, den sie dann auch auf die Straße tragen. Auch im gesellschaftlichen Diskurs, in Gruppen und Kreisen erlebe ich immer mehr diese Haltung. Der Humor ist da ganz anders aufgestellt. Er entdeckt das Skurrile eines Momentes, ändert damit meinen Blickwinkel, meine Sichtweise auf die Situation, weitet meinen Blick. Und damit versetzt er mich in die Lage, die Wahrheit in freundlicher Weise zu sagen, in einem kleinen Scherz, in einem freundlichen Seitenhieb. Jetzt im Fasching kann man das wunderbar erleben bei einer guten Büttenrede. Wenn sie nämlich mehr ist als Klamauk, dann bleibt einem hier und da das Lachen im Hals stecken, weil da eine tiefe Wahrheit ausgesagt wird. Humor sieht einfach den beweglichen Teil eines Problems, an dem ich etwas machen kann, wenn ich das will. Jetzt muss ich eingestehen, dass Religion nicht gerade das ist, was zum Humor neigt. Die beliebte Frage, ob Jesus gelacht hat, die lässt sich eigentlich nicht beantworten. Zumindest steht davon nichts im Neuen Testament. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand, der gern mit Leuten zusammen war, der gerne gefeiert hat, der sich sogar als Fresser und Weinsäufer hat beschimpfen lassen, dass der nie gelacht haben soll. Umgekehrt kann ich aber sagen, dass die Wut, zumindest im Neuen Testament, zu den Dingen gehört, die in den Briefen an die Gemeinden immer wieder auftauchen. Aber als etwas, das es zu überwinden gilt. Ein Zitat aus dem Kolosserbrief. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut und Bosheit. Es soll kein Wort über eure Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. Damit ist für mich zumindest die biblisch-jesuanische Linie klar. Der Humor gewinnt, weil er die Wahrheit sagt, aber freundlich, den Menschen zugewandt,
und lösungsorientiert. Zur Erinnerung noch einmal Joachim Ringelnatz. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt. Oder auch das bekannte Sprichwort, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. In diesen Tagen sind viele auf den Straßen unterwegs, um ihre Meinung kundzutun. Die einen aus Wut, weil sie meinen, sie kommen zu kurz oder bestimmte Forderungen durchdrücken wollen. Die anderen, weil sie den Humor pflegen, über sich selbst lachen können und so manche Spitze setzen, die gegen die sicher nicht immer guten und richtigen Verhältnisse in unserer Gesellschaft. Beide sind unterwegs. Beide haben eine Botschaft. Schauen wir, dass wir nicht den Falschen hinterherlaufen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Faschingswochenende, noch gute Faschingstage und einen guten Einstieg in die Vorbereitungszeit auf Ostern.